August verabschiedet sich die Büchereileiterin Roswitha Schubert in den wohlverdienten Ruhestand. Ihre Nachfolgerin Steffi Friske hat heute ihre Arbeit aufgenommen und hat so Zeit für die Einarbeitung. Fachbereichsleiter Michael Barthe begrüßte die neue Mitarbeiterin an ihrem neuen Arbeitsplatz. Und dann wünsche ich Ihnen für die nächste Zeit alles Gute, jetzt speziell in der Einarbeitungsphase und dann noch gutes Gelingen mit Frau Schubert, die wir dann im August, da müssen wir uns nochmal einen Termin ausdenken, werden voll verabschieden wollen. Man muss ja jedem eine Chance der Einarbeitung geben. Ich habe vor 24 Jahren auch da gestanden und musste erstmal sehen, wie ich mich sortiere. Aber wir haben ja noch 2 Monate Zeit und ich denke, dass wir das dann gut hinkriegen. Die Angebote, genau, die jetzt erstmal bestehen zur Kommunikation auch fortführen, hoffen, dass die Leute, die jetzt ehrenamtlich so viel mitgearbeitet haben, auch weiterhin mit mir dann so viel Lust haben, hier noch Hand anzulegen. Jetzt freue ich mich erstmal mit dem Computersystem an und gucke, was überhaupt auch für die Erwachsenenleser, bei Kinder und Jugend ist mir das, glaube ich, relativ bekannt und nutze ich auch selbst das Angebot. Bei den Erwachsenenlesern schauen wir mal, was da noch angeboten werden kann. Doch was macht Frau Bücherei, wie sie liebevoll von den Kindern genannt wird, in ihrem Ruhestand? Lesen? Auch. Und Reisen. Ja, Reisen, Wandern, Schwimmen, Sport, alles Mögliche, was ich bisher nur sporadisch machen konnte. Steffi Friske ist ab sofort in der Bücherei tätig und wird im August offiziell neue Leiterin. Ich wünsche Ihnen alles Gute.